Zurück bei unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist 31. Juli, Montag, und es ist Wahlkampf. Und bei mir ist zu Gast Axel Fischer vom Wahlkreis der CDU in Karlsruhe-Land, damit wir mal hören, was auf dem Ländle ist, was beschäftigt die Leute. In Berlin ist es zum Beispiel das Mietenthema. Ist das ein Thema bei Ihnen? Also bei uns auf dem Landkreis weniger. Es gibt im stadtnahen Regionen. Haben alle ihr Häuschen, ne? Teilweise, ja. Und gute Baugebiete, gute Entwicklungen. Wir haben natürlich schon im Umfeld um Karlsruhe, im Speckgürtel, wie man so schön sagt, sehr hohe Grundstückspreise, sehr hohe Mietpreise teilweise. Aber das ist nicht das Thema, das den ganzen Wahlkreis betrifft. Was die Menschen bei uns besonders für wichtig erachten, ist, dass wir eine ordentliche Haushaltspolitik im Bund betrieben haben. Der ausgeglichene Haushalt ist dann doch immer wieder ein Thema. Weil man sagt, jetzt haben wir so viele Jahre früher auf Kosten der jungen Generation gelebt und jetzt haben wir endlich mal einen Finanzminister, der über Jahre weg eine schwarze Null schreibt, wie man so schön sagt, also keine neuen Schulden macht, das wird sehr hoch gerechnet. Ja, und da sagen Sie immer, und ich sitze im Haushaltsausschuss und ich passe auf, dass es so bleibt. Ich sage, ich versuche mich zu bemühen, dass es so bleibt. Was auch noch wichtiges Thema immer wieder ist in den Gesprächen, und es freut mich sehr, dass sehr viele Menschen wissen, dass das, was der Staat verteilt, vorher irgendjemand erwirtschaften muss. Jetzt habe ich natürlich kaum Arbeitslose bei mir im Wahlkreis. Das heißt, die Menschen, die in Arbeit sind, wissen. Wie hoch ist denn die Quote? 2%? Ja, bei 2-3%. Also relativ niedrig, quasi Vollbeschäftigung. Auch die jungen Menschen finden in der Regel eine Ausbildung oder gehen dann zum Studium. Aber was die Leute verstehen ist, dass sie arbeiten müssen, hart arbeiten müssen, davon Steuern bezahlt werden, und das ist nicht wenig in der Summe, und dann das Geld, das sie an Steuern bezahlen, vom Staat, Bund, Länder, Kommune, irgendwo verteilt wird. Und dann sagen sie, erstmal möchte ich natürlich, wenn ich arbeite, auch sehen, dass ich ein bisschen was in der Hand habe und nicht alles weggesteuert bekomme. Und damit habe ich bei mir im Wahlkreis ein relativ großes Verständnis bei den Menschen, dass Umverteilung alleine das Problem nicht, die Probleme, die wir haben, nicht löst. So nach dem Motto von manchen Sprüchen, das Geld muss nur richtig verteilt werden, dann passt schon alles. Nein, das ist falsch. Aber wo kommt das her? Das wissen die Leute, weil das erwirtschaftet werden muss. Ja. Und deshalb habe ich auch noch viele Menschen, die sagen, es ist auch richtig, wenn ein Unternehmer Gewinne macht. Wir wollen, dass der Gewinne macht, von den Gewinnen werden ja auch wieder Steuern bezahlt. Und ich habe dann bei Podiumsdiskussionen in Schulen zum Beispiel mal den Fall gehabt, dass dann von irgendwelchen Kontrahenten kommt, ja, wir müssen höhere Steuern für die Reichen haben und dann müssen die Unternehmer mehr besteuert haben. Hat die SPD doch gerade im Juni beschlossen. Genau. In ihrem Wahlprogramm. Und dann sage ich den Leuten, ihr müsst euch vorstellen, das, was da an Sachwerten da ist nicht Geld auf der Bank, wovon man einfach seine Steuern bezahlen kann oder sonst was. Es steckt meist in Unternehmen drin, die Arbeitsplätze schaffen, die was erwirtschaften. Das Unternehmen mag heute so viel wert sein, morgen so viel, je nachdem, wie die Wirtschaftslage ist. Wenn ich hingehe und sage, jetzt zahlt man gleich einen entsprechend hohen Steuerbetrag, muss so ein Unternehmer im Zweifel sein Unternehmen verkaufen, dann kaufen sie irgendwelche Hedgefonds, die es zerlegen und klein machen, platt machen, dann ist der Besitzer im Ausland und das Unternehmen ist platt und wir haben keine Arbeitsplätze mehr. Also wir haben auch eine gewisse Verantwortung, und wenn ein Unternehmer seine entsprechende Verantwortung wahrnimmt und die auch ernsthaft betrachtet, dann sorgt er auch dafür, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Und solche Unternehmer möchte ich im Wahlkreis weiter haben. Ich habe welche. Und solche Unternehmer müssen unterstützt werden. Die darf man nicht schröpfen wie eine Weihnachtsgans, dass am Schluss nichts mehr da ist. Dann kommt der Martin Schulz, der für die SPD gerne Kanzler werden möchte, in ihren Wahlkreis und sagt, der Axel Fischer, der spinnt. Das ist sozial ungerecht. Dann sage ich dem Martin Schulz, Herr Schulz, erklären Sie mal, wer bei Ihnen denn alles ein Reicher ist und Reichensteuer bezahlen muss. Ab welchem Betrag fängt das denn an? Und dann werden wir den Sharping-Effekt erleben, wenn er was sagen würde. Das hatten wir nämlich schon mal. Der dass konnte Brutto und Netto nicht unterscheiden. Das war das, was er hinterher behauptet hat. Er wurde nämlich gefragt, ab wann man reich ist. Er hat einen Betrag genannt und plötzlich haben über 60% der Deutschen gemerkt, sie gehören zu den Reichen. Reichensteuer kann man immer schön sagen, weil vielleicht 90% meinen, sie sind gar nicht reich. Wenn sie aber merken, dass sie in der Sichtweise von Martin Schulz fast alle reich sind, ist das plötzlich ein ganz anderes Bild. Das ist nämlich wie überall, Steuern sollen mal die anderen bezahlen, nur nicht ich, weil ich habe ja nicht so viel. Deshalb fängt es damit an, was ist reich und was ist nicht reich. Und Sharping hat was gesagt und hat dann versucht zu retten, indem er gesagt hat, hat Brutto Netto verwechselt. Sharping war 1994, glaube ich, Kanzlerkandidat der SPD. Hat ein beträchtlich gutes Ergebnis eingefahren, aber es hat trotzdem nicht gereicht für die Koalition. Und das war diese Diskussion. Ja, und er wusste nicht, Brutto und Netto zu unterscheiden. Er wurde gefragt, ab wann er seine Reichensteuer denn möchte. Und jetzt kommen aus von der SPD die ganzen alten Bodenkisten wieder. Ja, und das ist dann natürlich eine Frage, ob ich einen Bruttowert nehme oder einen Nettowert. Selbstverständlich. Wenn ich alles abziehe. Also, kommt denn der Herr Schulz zu Ihnen im Wahlkreis? Im Wahlkampf? Also, er wird mit Sicherheit in die Region kommen, wahrscheinlich nach Karlsruhe. Ja. Aber ob er jetzt direkt zu mir im Wahlkreis kommt, glaube ich eher nicht. Das ist meine Städte zu bleiben. Schönes Duell, nicht? Zwischen Ihnen beiden. Ach ja. Wir werden mal sehen. Muss nicht sein. Also was beschäftigt die Leute denn bei Ihnen anders? Wir haben ja gesagt, in Berlin sind es die Mieten, ja, ganz vorderrangig, und die innere Sicherheit.
Ist das auch ein Thema im Moment? Die innere Sicherheit ist bei mir auch ein ganz großes Thema, auch vor dem Wahlkampf schon gewesen, die ganzen Jahre über. Da wird auch geklaut bei Ihnen? Vor allem was Wohnungseinbrüche angeht. Deshalb wurde es sehr positiv gesehen, was wir vor einigen Wochen im Bundestag gemacht haben, wo wir das Strafmaß für Wohnungseinbrüche drastisch verschärft haben und vor allem, dass wir als Union von der SPD abbringen konnten, dass auch Handydaten verwendet werden dürfen, um die Täter zu identifizieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil allein durch die Frage, welche Handys wo in welchem Einwahlknoten drin waren, man bei manchen Verdächtigen nachweisen kann, sie waren zu diesem Zeitpunkt an dem Ort, als der Einbruch passierte. Videoüberwachung? Videoüberwachung ist bei uns auch immer wieder mal ein Thema, aber wir wissen inzwischen, dass in Baden-Württemberg die meisten Kameras, die aufgestellt sind, nicht vom Staat aufgestellt wurden, sondern von irgendwelchen privaten Unternehmen. Und wenn Sie mal schauen, was alles mit den schönen Handys gefilmt wird und was man da an Videos alles hat, also das ist nicht das ganz große Thema bei mir. Ja, Wohnungseinbrüche gibt es bei Ihnen also auch, aber alles ist im Bundestag beschlossen. Ja. Das ändert aber nichts daran, dass man die meisten Täter nicht fasst. Wie hoch ist denn bei Ihnen die Aufklärungsquote? In Berlin liegt sie bei 15%. Die Aufklärungsquote lässt zu wünschen übrig, aber ich gehe davon aus, dass dieses neue Gesetz, das wir vor einigen Wochen gemacht haben, dafür sorgen wird, dass wir mehr Täter erwischen werden, dass die Aufklärung stärker wird. In Baden-Württemberg ist seit dem Regierungswechsel von Grün-Rot auf Grün-Schwarz ein Innenminister Thomas Strobel aktiv, der die Polizei wieder sukzessive ausbaut, der die Polizei stärkt, der dafür sorgt, dass auch da wieder mehr ermittelt wird und dass man da auch entsprechend finanziell unterstützt, dass das möglich ist. Sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Der Bund macht die Rahmengesetze, das Land muss dann vollziehen und am Schluss muss der Richter auch entsprechend entscheiden. Und wir wollen, dass ein entsprechendes Strafmaß auch gesetzt wird. Entscheiden und nicht den laufen lassen. Genau so ist es. Ich habe zum Beispiel mit einem Botschafter eines osteuropäischen Landes gesprochen, wo es bei uns im Wahlkreis oder überhaupt immer wieder heißt, aus diesem Land kämen besonders viele, die Wohnungseinbrüche machen. Und er sagt zu mir, wenn er dann schaut, wenn dann Leute abgeschoben werden, zurück in sein Land, dann sagt er, die sind 7-mal erwischt worden, es ist nichts passiert. Man hat die immer wieder laufen lassen, er versteht das deutsche Recht in dem Fall gar nicht, wie großzügig und freundlich wir teilweise sind. Der Bürger versteht das auch nicht und der Wähler auch nicht. Das ist das Thema Gewaltenteilung und wir vom Bund haben das getan, was wir jetzt tun können, wenn das Land nachzieht. Und in Baden-Württemberg habe ich den Eindruck, dass das geschieht und entsprechende Urteile zustande kommen, ist die Abschreckung für die Straftäter im Zweifel schon da. Denn das Schlimme ist, wenn sie in einer Wohnung mal eingebrochen haben, der Mensch fühlt sich in der Wohnung ja gar nicht mehr sicher. Das ist ein so massiver Eingriff in die Privatsphäre. Also da müssen wir unbedingt deutlich besser werden, als wir sind. Ein weiteres Thema, das bei mir im Wahlkreis immer wieder eine Rolle spielt, durch die Nähe auch zu Frankreich, ist das Thema deutsch-französische Freundschaft und auch das Zusammenwachsen Europas. In der älteren Generation noch mehr als bei den Jungen. Bei den Jungen gibt es doch etliche, die schon meinen, das ist alles selbstverständlich. Keine Grenzkontrollen, ist selbstverständlich. Ich habe doch in Frankreich studiert. Es ist auch kein, ja, zum Beispiel, und es ist auch kein Problem, ich muss auch kein Geld mehr umtauschen, all diese Dinge. Hat man eigentlich nie anders gekannt. Bei den Älteren habe ich noch, wir müssen das verteidigen, wir müssen uns auch für Europa einsetzen. Das haben wir so schwer erkämpft in den Jahrzehnten. Und da war gerade Helmut Kohl, der vor einigen Wochen verstorben ist, ja ein Garant für eine deutsch-französische Freundschaft, aber auch für ein Zusammenwachsen Europas. Und deshalb war es auch richtig, dass man ihn entsprechend einem Staatsakt gewürdigt hat. Und diese Themen spielen im Wahlkampf dann immer wieder auch eine Rolle. Das spielt offenbar in der Hauptstadt gar keine Rolle oder eine sehr untergeordnete. Da wird das noch für selbstverständlicher gehalten. Es mag durchaus sein, bei mir liegt es vielleicht auch an der Nähe zu Frankreich, dass ich diesen wunderschönen Wahlkreis zwischen Baden-Baden und Heidelberg habe, der auch Grenze zu Frankreich hat. Also vielleicht liegt es auch damit. Hängt auch wenn damit Sie zusammen. In Berlin sind, haben Sie manchmal Heimweh in Ihren schönen Wahlkreis. Das hat man teilweise durchaus. Deshalb lade ich doch auch immer wieder gerne Menschen aus meinem Wahlkreis nach Berlin ein, dass sie das politische Berlin kennenlernen, um dann auch hier ein bisschen baden-württembergische Heimat zu haben. Jetzt werden Sie wahrscheinlich wiedergewählt. Das letzte Mal hatten Sie 53%. Da muss man einer erst mal rankommen an die Zahl und dann sind Sie wieder im Bundestag. Wollen Sie Ihre Arbeit so fortsetzen oder hätten Sie gerne einen anderen Ausschuss? Jetzt sind Sie im Haushaltsausschuss. Passen auf, dass das Geld ordentlich ausgegeben wird und nicht verplempert wird. Ja, als guter Schwabe, sind doch Schwabe, nicht? Badener aber, fast. Also ich muss sagen, das ist nahe dabei. Baden-Württemberg, da sind die Schwaben mit dabei und die Schwaben lernen von den Badenern und ab und zu lernen die Badener auch ein bisschen was von der schwäbischen Haushaltsführung. Umgehen, nicht? Insofern sind wir uns da schon einig, auch mit Wolfgang Schäuble als Finanzminister, der ja auch aus Baden kommt, dass es wichtig ist, dass ein Haushalt sauber und ausgeglichen gemacht wird, dass wir eine verlässliche Finanzplanung für die nächsten Jahre haben. So muss ich sagen,
dass ich sehr gerne im Haushaltsausschuss weiterarbeiten würde, so ich denn wiedergewählt werde, von dem ich ausgehe im Moment. Und ich würde auch durchaus bereit sein, das gleiche Thema weiter zu bearbeiten. Ich könnte mir aber auch einen Themenwechsel vorstellen. Das muss man dann einfach sehen, wie der neue Bundestag aussieht, welche Verantwortlichkeiten es gibt. Aber ich muss zugeben, dass die Arbeit im Haushaltsausschuss deshalb besonders schön ist, weil sie einen Querschnitt über alle Politikfelder gibt. Wir beraten im Haushaltsausschuss ja im Prinzip alles, was an Geld ausgegeben wird, in allen Bereichen, Verteidigung, Verkehr, Arbeit und Können Soziales, Gesundheit. Können Sie dann mit den Milliarden einfach so umgehen? Können Sie aus dem Kopf sagen, wie viele Nullen hat eine Billion? Eine Billion? Ja. Eine Billion hat 9 Nullen, wenn ich das jetzt richtig jetzt im Kopf wir, überschlagen jetzt habe. Jetzt sind wir am Ende der Sendung, jetzt wollen wir Axel Fischer nicht in Verlegenheit bringen. Aber wenn sie auf dem Papier ist, dann können Sie gut damit rechnen. Also gut, wir haben ja, deshalb kommt dann die Nullen dann zustande, auch in 1000 Euro rechnen wir im Haushalt. Also wenn Sie eine 1 dort stehen haben, sind das 1000 Euro. Einfach gemacht. Ja, weil sonst die Zahlen am Ende zu groß werden. Im Wahlkampf müssen Sie mit diesen Zahlen nicht rechnen, wenn Sie dann wiedergewählt werden, im Haushaltsausschuss dann wahrscheinlich wieder. Ich wünsche Ihnen erstmal gutes Gelingen, gutes Kämpfen. Am 24. September abends um 18 Uhr wissen wir, wie viel Sie geholt haben. Wenn Sie wieder bei 50 liegen, sind Sie mit Sicherheit drin. Auf der Liste stehen Sie nicht. Also Sie müssen gewinnen, ja, damit so Sie wieder reinkommen. Ich bedanke mich, dass Sie da waren und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir werden diese Sendung ab August natürlich auch fortsetzen, aber dann heißt sie anders, nämlich Wahl 17. Bis dahin bleiben wir bei der Sendung aus dem Bundestag. Und dafür herzlichen Dank, dass Sie heute zugeschaut haben. Bis nächste Woche und tschüss.